Ahoi, du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich muss mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen, dass hier beim Sprechen der Wind durch die Lücke pfeift, aber ich habe die Zahnprothese wieder weggelassen, denn die stört mich immer noch so ein bisschen beim Sprechen. Deswegen wirst du das die nächsten paar Wochen noch so ertragen müssen, bis das wieder ordentlich korrigiert ist. Sieh es mir bitte nach, wenn ich da so ein bisschen rumlispel. Im letzten Video habe ich noch geschwärmt von der weißen Pracht und dass man hier direkt hinter der Mühle mit den Schneeschuhen starten konnte und mit dem Schlitten. Das hat sich innerhalb von 14 Tagen alles wieder komplett gedreht und jetzt beherrschen hier grauer Himmel, Matsch und Regen die Szenerie. Und heute früh war ich mit Earl meine Joggingrunde tatsächlich auch im strömenden Regen drehen. Wir sind ordentlich durchgenässt. Und Earl, der sieht tatsächlich auch aus wie ein begossener Pudel jetzt, obwohl es ja ein Labrador-Retriever ist. Und riecht auch so wie ein nasser Hund eben riecht. Der liegt hier direkt hinter der Kamera. Sei also froh, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Bis Weihnachten ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, 14 Tage, und ich hoffe, dass sich das Wetter dann nochmal ein bisschen ändern wird, weil so das ganze Trübe, das hat natürlich auch wieder dazu beigetragen, dass die Weihnachtsstimmung wieder so ein bisschen gedämpft ist, zumindest bei mir. Dieses Weiße mit den dicken Schneeflocken und der schneeverhangene Wald, das war natürlich wirklich zauberhaft und hat mich schon schön in Weihnachtsstimmung gebracht. Wir sind jetzt am Wochenende die Eltern besuchen gewesen und auf dem Rückweg vom Erzgebirge, da war der Schnee schon ordentlich am Tauen und da haben selbst die wunderschöne Weihnachtsdeko, die vielen hunderten Herrnhuter Sterne, die man hier in der Region so sieht, selbst die haben so ein bisschen verloren gewirkt zwischen diesen letzten Schneeresten und den vielen Matschpfützen. Und deswegen hoffe ich, dass sich das Ganze nochmal ändern wird. Aber wie gesagt, es sind ja noch ein paar Wochen. Weniger Zeit, nämlich noch genau bis morgen Mitternacht, verbleibt für die Teilnahme an meinem Weihnachtsgewinnspiel. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen, unter anderem eine DNA-Sequenzierung der Darmflora, einen Atemgastest zum Nachweis oder Ausschluss einer Dünndarmfehlbesiedlung inklusive der zugehörigen pflanzlichen Antibiose im Wert von 260 Euro. Es gibt mein Buch mehrfach zu gewinnen aus dem Humboldt Verlag, Dein Reizdarm ist heilbar. Und wenn du einen dieser genialen Preise gewinnen möchtest, dann hast du eben noch bis morgen Mitternacht Zeit, eine E-Mail an info@reizdarmtherapie.net zu schicken. In dem Betreff setzt du bitte Santa Thomas und der Inhalt der E-Mail sollte so aussehen, dass du zwei oder drei Zeilen formulierst. Was würdest du gern tun? Welchen lang gehegten Wunsch würdest du dir erfüllen, wenn deine Beschwerden von heute auf morgen weggepustet wären? Also du wärst vollständig beschwerdefrei. Was würdest du dann gern tun? Mich haben schon wundervolle Zuschriften erreicht. Es machen sich, man kann auch so ein paar Themen jetzt inzwischen ausmachen. Also das kann man so in Kategorien sortieren. Diese Themen treten immer wieder auf. Hat natürlich damit zu tun, welche Einschränkungen primär beim Reizdarmsyndrom und anderen chronischen Darmerkrankungen vorliegen. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so reinflattert. Also bis morgen Mitternacht unbedingt noch teilnehmen. Jetzt steigen wir ins Thema des heutigen Videos ein. Und zwar wird es einmal wieder Zeit, über die Low-FODMAP-Diät zu sprechen. Und jetzt sehe ich schon ein Augenrollen bei dem einen oder der anderen. FODMAP-Diät, lass mich bitte damit in Ruhe, das ist schon so ein alter Hut. Merke ich manchmal an euren Rückmeldungen hier per E-Mail, dass dann viele schon so ein bisschen gereizt darauf reagieren. Ja, auf jedem Blog und jedem Videokanal, von jedem Arzt, in jedem Ratgeber ist immer von der FODMAP-Diät die Rede, als ob das so ein Allheilmittel wäre. Und viele sind einfach genervt von diesem Hype und finden die Diät auch so ein bisschen überhyped. Also da wird ein großes Brimborium drum gemacht. Ist das denn wirklich gerechtfertigt? Und warum ich aber über diese Diät nochmal sprechen möchte, beziehungsweise über das Konzept, das hat damit zu tun, dass seit der Begründung dieser FODMAP-Hypothese sich tatsächlich sehr viel in der Wissenschaft getan hat. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und es gibt ein paar brandaktuelle Studien, die da wirklich ganz Neues ans Licht gebracht haben, so dass wir das Verständnis dieses Konzeptes wirklich auch verändern müssen. Also da möchte ich jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt wirklich revolutionäre Studien, die dieses Konzept tatsächlich
verändert haben und die einen zu einem komplett neuen Verständnis eben führen sollten. Und das ist wichtig, dass man das als Patient, aber auch als Therapeut versteht. Zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, ich musste auch, und da muss ich mir selber hier so ein bisschen an die Nase fassen, ich muss mir eingestehen, dass meine Kommunikation über die Lofotmap-Diät scheinbar dazu geführt hat, dass es hier zu einigen Missverständnissen bei den Lesern und Zuschauern kam. Denn ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Zuschriften bekommen, wo drin stand, lieber Herr Struppe oder dann lieber Thomas, grüß dich Thomas, du schreibst im Buch über die Lofotmap-Diät als eine sehr gute Ausgangslage, als Startpunkt bei der Therapie des Reizdarmsyndroms. Und das ist halt so eine Grundlage, um eben die Therapie einzuleiten. Vielen Patienten hilft das schon wirklich gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man von dort eben weitere Schritte einleiten, die ich auch im Buch beschreibe. Andererseits habe ich jetzt auf deinem Blog gesehen oder in den Videos erfahren, dass du ein großer Kritiker dieses Diätkonzeptes bist. Und was ist denn jetzt eigentlich richtig? Lohnt es sich für mich, diese Diät als Reizdarmpatient umzusetzen? Sollte ich sie ausprobieren? Wie sollte ich sie gestalten? Und so weiter. Und das ist natürlich ein erhebliches Problem, denn ich bin zwar ein Kritiker der Ausführung der Lofotmap-Diät in ihrer typischen Form, nicht aber des Lofotmap-Konzeptes per se. Und das ist eben so eine differenzierte Sichtweise auf diese Ernährungsstrategie, die bei vielen nicht so ankommt, wie ich es eigentlich möchte. Deswegen erstmal ganz deutlich, ich bin eben kein Kritiker des Konzeptes an sich, sondern ich kritisiere diese Form der Diät, wie sie häufig umgesetzt wird, nämlich in erster Linie, dass man sich diese Diät herannimmt und versucht, das Konzept in die westlichen Ernährungsgewohnheiten einzupassen. Wir wissen, die typische westliche Ernährung, der Western Lifestyle, die sind eben mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Reizdarmsymptomen assoziiert. Und wenn ich mir jetzt eine sogenannte Ernährungstherapie nehme, wie die Low-FODMAP-Diät, und gleichzeitig aber diese problematischen Ernährungskomponenten beibehalte, die eben die Reizdarmsymptome triggern, dann ist das Ganze natürlich keine gute Idee. Und das passiert sehr häufig. Wir können hier verschiedene Beispiele herausgreifen. Gluten, verarbeitete Lebensmittel, künstliche Zusatzstoffe, also Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Theoretisch natürlich auch eine zuckerreiche Ernährung. Wir wissen, das ist alles Gift für den Darm, ist aber auch innerhalb des Low-FODMAP-Prinzips eben möglich umzusetzen. Deswegen habe ich viel Arbeit und Mühe darauf investiert, das Low-FODMAP-Konzept entsprechend zu modifizieren, und entstanden ist dann meine Version dieser Ernährungstherapie, nämlich die mediterrane Low-FODMAP-Diät. Generell möchte ich jetzt nicht zu tief in die Materie Low-FODMAP-Konzept einsteigen, denn dann wird das Video wieder sehr lang und wir haben das auch schon in vielen Videos vorher schon gemacht. Allerdings ist ein gewisses Grundverständnis jetzt auch wichtig, damit du verstehst, wie sich das Konzept verändert hat. FODMAP, das ist ein Akronym und steht letztendlich für eine Gruppe schwer verdaulicher, kurzkettiger und fermentierbarer Kohlenhydrate. Es handelt sich um fermentierbare Mehrfachzucker, Einfachzucker, Zweifachzucker und Zuckeralkohole. Also dafür steht dieses Akronym. Und diese FODMAPs, die haben eben alle die geteilte Eigenschaft, dass sie A, der menschlichen Verdauung schnell entgehen, weil sie, es hat verschiedene Gründe, je nach FODMAP-Kategorie, aber vor allen Dingen auch, weil die entsprechenden Enzyme im Verdauungstrakt fehlen, um diese Kohlenhydrate aufzuspalten und dann eben der menschlichen Verdauung im Dünndarm zugänglich zu machen. Und deswegen entziehen sie sich der Absorption im Dünndarm und gelangen dann in den mikrobiomreichen Dickdarm.
Im Dickdarm, da sitzt tatsächlich der Großteil deiner Darmflora oder des Mikrobioms, verschiedene Mikroorganismen, nicht nur Darmbakterien, auch Bakteriophagen, Hefepilze, Archaeen und so weiter. Und im Gegensatz zu dir haben diese Mikroben eben die Möglichkeit, die FODMAPs zu verstoffwechseln. Also manche Mikroben nutzen die besonders gern als Futter. Und bei diesem Stoffwechselprozess, da entstehen verschiedene Endprodukte, vor allen Dingen Fermentationsgase wie Wasserstoff und Methan. Und diese Gasansammlungen werden von Reizdarmpatienten als besonders unangenehm und teilweise schmerzhaft wahrgenommen. Dabei bleibt es aber nicht. Also das wäre jetzt die Ebene Blähung, Schmerzen, Bauchkrämpfe. Aber dabei bleibt es nicht. Wir wissen, zum Reizdarmsyndrom gehören eben nicht nur diese Phänomene, sondern vor allen Dingen auch die Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfälle, Verstopfung, das Ganze auch im Wechsel, Veränderungen bei der Stuhlkonsistenz, also der Stuhlform, und der Stuhlfrequenz, wie häufig muss ich zur Toilette. Und wir wissen eben auch, dass diese Darmgase osmotische Effekte provozieren. Das bedeutet, es verändert sich die Zusammensetzung des Darminhaltes, unter anderem indem verstärkt Wasser in den Darm gezogen wird. Und das provoziert eben auch diese Stuhlunregelmäßigkeiten. Also das FODMAP-Konzept, das hat tatsächlich auch verschiedene Erklärungsansätze für eigentlich alle Beschwerdeebenen des Reizdarmsyndroms. Und wichtig ist jetzt hier erstmal einzuhaken, FODMAPs, die werden so gern als reine gerade eben durch diesen verstärkten Hype in den Medien und in den Ratgebern etc. werden gerade von den Patienten als reine Symptomträger verstanden, also als Bösewichter in der Ernährung. Und das ist ein gewaltiger Fehlschluss, denn natürlich können sie die Symptome beim Reizdarmsyndrom verstärken, allerdings ist es nicht so, dass diese generell problematisch sind. Gesunde Kontrollpersonen, das ist hochspannend, das haben neue Studien gezeigt mit Hilfe des MRTs, die produzieren nach dem Konsum FODMAP-reicher Lebensmittel oder Mahlzeiten genau die gleiche Menge eben dieser Fermentationsgase, berichten aber nicht über Unwohlsein, über Stuhlunregelmäßigkeiten oder auch über Bauchschmerzen. Die FODMAPs an sich sind also nicht die Ursache des Problems, sondern sie sind tatsächlich ein Bestandteil einer gesunden Ernährung. Es muss irgendeine andere Ursache vorhanden sein, damit die Probleme, die Symptome entstehen. Und da wissen wir, einer der bedeutendsten Krankheitsmechanismen beim Reizdarmsyndrom, das ist die sogenannte viszerale Hypersensitivität, sperriger Begriff, bedeutet letztendlich nichts weiter, als dass die Reizschwelle bei Reizdarmpatienten für Reize im Darm deutlich herabgesetzt ist. Nachweisen kann man das unter anderem mit den Ballonstudien. Da wird man kann das Ganze relativ eindrücklich demonstrieren. Da wird ein Ballon rektal eingeführt, dann wird Gas eingeleitet, das Volumen des Ballons, das weitet sich aus und dann wird gemessen, wann berichten die Patienten oder die Probanden über die erste Wahrnehmung. Also wann merken sie, okay, hier passiert wirklich was? Wann wird das Ganze als unangenehm eingestuft und wie hoch ist die Toleranz? Und da wissen wir eben aus diesen Untersuchungen, aus zahlreichen Untersuchungen, diese Reizschwelle ist bei Reizdarmpatienten deutlich herabgesetzt. Deswegen wird die gleiche Menge dieser Darmgase von Patienten mit dem Reizdarmsyndrom oder auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen als deutlich unangenehmer bzw. auch schmerzhafter beschrieben. Die eigentliche Ursache liegt also in diesem Krankheitsmechanismus der viszeralen Hypersensitivität. Und die FODMAPs, die sind sogar im Gegenteil, das sind keine Bösewichter, sondern die sind sogar unerlässlich für die Gesunderhaltung deines Mikrobioms, deiner Darmflora, denn es sind sehr wichtige Präbiotika. Und allein schon, wenn du dir die Lebensmittel mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, die eben FODMAP-reich sind, wir haben hier sowas wie Brokkoli, Blumenkohl, Zwiebeln, Knoblauch, die verschiedenen Hülsenfrüchte, Linsen etc., dann sieht man schon, es handelt sich hier um absolut gesunde Lebensmittel, um Bestandteile der mediterranen Kost beispielsweise, die eher mit einer Prävention und einer Therapie vieler Erkrankungen assoziiert sind und nicht mit irgendwelchen symptomverstärkenden Eigenschaften im Normalfall. Aber bestehen hier eben schon irgendwelche Grundprobleme, dann können sie zu Symptomtriggern werden.
Tatsächlich ist es heute so, dass man auch eine FODMAP-reiche Diät als Prävention für verschiedene Zivilisationserkrankungen empfiehlt. Sehr interessantes Beispiel ist hier etwa der Diabetes mellitus. Aber wir wissen eben auch beim Reizdarmsyndrom ist der Hype um das FODMAP-Konzept tatsächlich auch begründet. Denn aus vielen Studien und inzwischen auch Meta-Analysen können wir herauslesen, dass eben die Idee ist jetzt, wir haben diese Fermentationsgase als Folge, als Konsequenz und auch die osmotischen Effekte. Eliminieren wir einen großen Teil der FODMAP-Zufuhr in der täglichen Ernährung, dann sollte es nicht zu diesen Konsequenzen kommen. Und daraus sollten auch deutlich minimierte Symptome resultieren. Und genau das ist der Fall. 50 bis 80% der Patienten mit einem Reizdarmsyndrom reagieren auf eine solche FODMAP-Reduktion mit deutlich verbesserten Symptomen. Vor allen Dingen, was die Bauchschmerzen und Blähungen betrifft. Und das ist natürlich ein sehr mechanistisches Bild von dem, was da passiert. Wir lassen das Ganze weg, dann kommt es eben nicht zu dieser bakteriellen oder mikrobiellen Fermentation und dann kommt es auch nicht zu den Darmgasen und zu den osmotischen Effekten. Diese mechanistische Sichtweise des FODMAP-Prinzips, die hat eigentlich dazu geführt, dass man sehr lange das FODMAP-Konzept in den Bereich einer symptomatischen Therapie eingeordnet hat. Und hier bin auch ich nicht ganz unschuldig. Ich habe das auch schon frühzeitig kritisiert und gesagt, Mensch, hier müssen wir noch was darüber hinaus tun, weil die FODMAP-Therapie, die ist tatsächlich so aufgestellt, dass wir nur in diesen Mechanismus eingreifen, aber nichts an den Ursachen ändern. Studien zeigen nämlich auch, dass wir eben tatsächlich an der Fermentation und etc. natürlich schrauben. Auf der anderen Seite bleiben aber die wichtigen Ursachen des Reizdarmsyndroms, und da kennen wir heute so einige, unter anderem die Dysbiose des Mikrobioms, aber auch die Mikroentzündung, die Immunaktivierung und so weiter, die bleiben entweder unbeeinflusst, das können wir zum Beispiel über verschiedene Entzündungsfaktoren beziehungsweise über Entzündungswerte demonstrieren. Auf der anderen Seite ist es sogar so, dass mit einer dauerhaften FODMAP-Reduktion sogar große Probleme einhergehen. Unter anderem verschlechtert sich der Zustand des Mikrobioms der Darmflora. Also das ist eine Hauptursache des Reizdarmsyndroms und den kannst du mit einer dauerhaften FODMAP-Reduktion sogar noch verschlimmern. Wir wissen, mit einer längerfristigen FODMAP-Reduktion gehen deutliche Verminderungen der Konzentration probiotischer Darmbakterien einher, vor allen Dingen der Bifidobakterien, aber auch der Lactobacillen oder auch Faecalibacterium prausnitzii und so weiter und so fort. Also du kannst die Dysbiose tatsächlich hier noch verstärken. Das war eben immer so ein Ansatzpunkt für meine Kritik, dass ich gesagt habe, wir haben auf der einen Seite nur eine symptomatische Therapie und auf der anderen Seite verändert sich nichts oder verschlechtern sich tatsächlich die Krankheitsmechanismen und Krankheitsursachen sogar. Also wir maskieren letztendlich das Ganze, indem wir eben unsere Ernährung deutlich einschränken und dadurch weniger Symptome haben. Auf der anderen Seite läuft im Hintergrund viel weiter noch bergab letztendlich und die Krankheitsspirale, die verstärkt sich noch. Und zumindest muss ich diesen einen Punkt mit der symptomatischen Therapie jetzt deutlich revidieren, denn es gibt, wie gesagt, neue Studienergebnisse, die das Gegenteil demonstrieren, zumindest für einen großen Teil der Patienten. Was ist überhaupt eine symptomatische Therapie? Wir ändern eben nichts an den Krankheitsursachen oder Hauptkrankheitsmechanismen, sondern fokussieren uns auf einzelne Symptome und greifen dort irgendwie in diesen Prozess der Symptomentstehung ein. Klassisches Beispiel, noch vor wenigen Jahrzehnten waren eben nur wenige Krankheitsmechanismen und Krankheitsursachen beim Reizdarmsyndrom erforscht und deswegen musste man eben auf die Hauptkrankheitsbeschwerden einwirken. Typischerweise, wenn zum Beispiel Durchfälle hauptsächlich vorhanden waren, dann hat man Loperamid verschrieben, klagte der Patient über Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe, dann gab es Meperin oder andere Spasmolytika und bei der Verstopfung gab es verschiedene Laxativa, wie zum Beispiel Lactulose und viele andere. Alle diese symptomatischen Therapien hatten aber gemeinsam, dass man eben nichts an diesen Krankheitsmechanismen und Ursachen änderte und diese auch nicht irgendwie rückgängig machte. Und das ist natürlich essentiell für eine wirklich nachhaltige und vor allen Dingen auch hocheffektive Therapie.
Heute kennen wir viele dieser Krankheitsursachen und Krankheitsmechanismen. Wir haben zum Beispiel die Dysbiose des Mikrobioms, wir haben die Veränderungen bei der Dünndarmfehlbesiedlung, wir haben vor allen Dingen die chronische Immunaktivierung mit der Hyperplasie und Überaktivierung verschiedener Immunzellen, vor allen Dingen Mastzellen und Eosinophile. Wir haben die Mikroentzündungen, die Hyperpermeabilität der Darmbarriere und wir haben auch Veränderungen im Serotoninsystem. Das sind so die großen Player, gibt noch einige mehr. Und was diese symptomatischen Behandlungsformen noch gemeinsam hatten, war, dass sie eben nicht besonders wirksam waren und auch nicht der größte Teil der Patienten auf diese Behandlung gut angesprochen hat. Also man musste hier immer ausprobieren, für wen funktioniert was und dann müssen wir mit der Dosis spielen und so weiter. Und tatsächlich hat die Low-FODMAP-Diät, dieses Konzept hat eigentlich dazu beigetragen, dass man sagen konnte, okay, zumindest sehr viele Patienten reagieren hier erstmal mit Verbesserungen, 50-80%. Und man hat eben den Patienten auch ein Werkzeug in die Hand gegeben, dass sie so ein bisschen von den Ärzten sich losmachen konnten und wirklich da selbstbestimmt eben die Therapie einleiten konnten. Also man konnte sich selber mit den Tabellen hinsetzen, konnte das managen, konnte sagen, ja, jetzt geht's mir wieder ein bisschen schlechter, dann gehe ich wieder ein bisschen runter mit der FODMAP-Zufuhr und so weiter und so fort. Also da ist der Hype eben auch wirklich berechtigt gewesen, definitiv. Jetzt zur symptomatischen Therapie und warum sich das Ganze verändert hat. Es gibt ja eine wunderbare Untersuchung der Universität Cambridge, Verrier und Kollegen, wo man sich wirklich angeschaut hat, wie sieht das Mikrobiom von Reizdarmpatienten aus? Und da gab es schon vorher einige Studien, die gezeigt hatten, dass die Zusammensetzung der Darmflora tatsächlich als Prädiktor genutzt werden kann, welche Patienten auf eine Low-FODMAP-Diät besonders gut ansprechen werden. Werden wir darüber noch mal ein bisschen sprechen, dann später. Es gibt eben auch tatsächlich verschiedene DNA-Sequenzierungen des gastrointestinalen Mikrobioms, die man eben nutzen kann als Prädiktor, also wo du jetzt schon konkret schauen kannst, wie ist meine Darmflora zusammengesetzt und dann rechnet sich anhand verschiedener Faktoren ein sogenannter FODMAP-Index, also ein Prädiktor, anhand dessen du einschätzen kannst, wie hoch deine Erfolgsaussichten mit einer Low-FODMAP-Diät sind. Geniale Sache und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren immer mehr eine Rolle spielen. Wir haben eben diese verschiedenen therapeutischen Ansätze und es wird immer interessanter, dass man sagen wird, okay, wir haben verschiedene Tests, eben die Bestimmung des Mikrobioms, verschiedene Blutmarker und anhand dieser Prädiktoren können wir abschätzen, dieser Patient braucht eben genau jene Therapie, das sollte so und so lange durchgeführt werden, jener Patient vielleicht eher eine Kombination aus Nahrungsergänzungsmitteln, der braucht eher eine Stuhltransplantation und so weiter. Also das war nicht ganz neu, aber was hier überraschend war, wir konnten erstmal sagen, ungefähr 50% aller teilnehmenden Probanden mit einem Reizdarmsyndrom und es waren verschiedene Subtypen, eben Durchfall, Mischtyp und so weiter beteiligt, die zeigten eine FODMAP-spezifische Dysbiose. Und diese FODMAP-spezifische Dysbiose, die schien tatsächlich so mit den Beschwerden assoziiert zu sein, dass sie ursächlich für die Unverträglichkeit der kurzkettigen Kohlenhydrate war. Charakterisiert war diese Dysbiose vor allen Dingen durch eine Dominanz des Bacillota-Stammes. Bacillota heißt er jetzt erst seit kurzer Zeit, vorher war das der Firmicutes-Stamm. Und vor allen Dingen war er auch mit einigen Pathogenen bekannt, also die sind als Pathogene bei Menschen gut bekannt, unter anderem Clostridium difficile, aber auch Clostridium perfringens, Streptococcus anginosus war da noch dabei. Und gemein ist eben, bei diesen diesen Bakterien letztendlich, dass sie als Pathogene fungieren können. Sie können aber eben auch ein Bestandteil deiner Darmflora sein, ohne dass du jetzt die klassische Clostridium difficile Infektion zeigst. Also sie können sozusagen unterschwellig vorhanden sein, ohne dass sie diesen manifesten akuten Ausbruch eben vornehmen müssen. Und diese Pathogene und diese besondere Zusammensetzung der Darmflora, diese Dysbiose des Mikrobioms, die war eben mit der Unverträglichkeit von FODMAPs assoziiert.
Soweit so bekannt, denn wie gesagt, hier gab es schon vorher eben diese Untersuchungen, vor allen Dingen um Schumpitazzi und Kollegen, die das immer wieder so demonstrieren konnten und gezeigt haben, genau dieser mikrobielle Fingerabdruck letztendlich, dieser individuelle, der erlaubte eine Voraussage, wie gut die FODMAP-Diät funktionieren würde. Und das war jetzt auch hier wieder der Fall. Denn tatsächlich war es so, eben, man hat die Low-FODMAP-Diät durchgeführt für 4 Wochen und dann konnte man zeigen, der IBS Symptom Severity Score, also der Schweregrad, der reduzierte sich im Durchschnitt von, ich glaube, knapp 280. Muss ich gucken, was der Öhrlicher macht, der schnarcht und hat irgendwas weggeschoben. Der reduzierte sich von knapp 280 auf so, ich glaube, um den 140er Bereich innerhalb von 4 Wochen. Also eine richtig nennenswerte Verbesserung aller Beschwerden. Und um das Ganze so ein bisschen plastischer zu machen und damit du dir das vorstellen kannst, diese Verbesserung entspricht tatsächlich auf dem IBS Symptom Severity Score einer Verschiebung von einem moderaten Schweregrad hin zu einer milden Form der Erkrankung. Also die meisten Patienten erzielten oder Probanden erzielten hier eben eine gute Verbesserung durch die Low-FODMAP-Diät. Allerdings war es dann so, man konnte eben anhand dieses Darmflora-Fingerabdrucks, randaliert, konnte man eben schauen, wer reagierte hier wie. Und das Geniale war eigentlich wirklich, die Patienten, die nicht über diese spezifische FODMAP-Dysbiose verfügten, die verbesserten ihre Beschwerden um rund 100 Punkte. Das ist auch ein guter Erfolg. In den meisten Studien mit Probiotika, anderen Nahrungsergänzungsmitteln, nimmt man eine Verbesserung um 50 Punkte und sagt, das ist eine adäquate Verbesserung, also das ist schon statistisch relevant und aufgrund dessen könnte man eben den Einsatz dieses Produktes empfehlen. Hier haben wir eine Verbesserung um 100 Punkte. Das ist wirklich eine gute Sache und ich denke, das würde auch jeder gern mitnehmen. Das waren jene Patienten, die eben keine Dysbiose des Mikrobioms gezeigt hatten. Und das sehe ich auch immer wieder. Viele von euch haben die DNA-Sequenzierung durchführen lassen und dann sieht man, okay, das Mikrobiom sieht eigentlich relativ gut aus. Trotzdem liegen Reizdarmsymptome vor. Hier muss es eine andere Erklärung geben. Und auch jene Patienten können eben durch die Low-FODMAP-Diät Erfolge erzielen. Für diese Patienten ist das aber tatsächlich eine symptomatische Therapie. Man nimmt hier eben diesen Trigger raus, bricht diese Kette an Konsequenzen auf und dann hat man symptomatische Verbesserungen erzielt. Anders war es für jene Patienten, die eben unter der soeben beschriebenen Dysbiose litten, denn diese verbesserten ihren Schweregrad-Score um sage und schreibe 200 Punkte im Durchschnitt. Absolut genial, das liegt sogar über den Ergebnissen mit Mastzellstabilisatoren teilweise, mit Glutamin beim postinfektiösen Reizdarmsyndrom, kommt in den Bereich der Stuhltransplantation. Also das ist wirklich etwas Geniales, was hier passiert, eine hohe Effektstärke und viele von diesen Patienten kamen eben auf jeden Fall mindestens in den Bereich mildes Reizdarmsyndrom. Und einige unterschritten sogar diese magische Grenze von 75 Punkten. Also hier würde man theoretisch nicht mehr von einem Reizdarmsyndrom sprechen. Also die Effektivität, die hing eben davon ab, stark davon ab, ob die Patienten diese Dysbiose, diese FODMAP-Dysbiose zeigten. Und was eben das Neue ist an dieser Studie, dass man auch demonstrieren konnte, dass bereits nach 4 Wochen diese FODMAP-spezifische Dysbiose deutlich abgenommen hatte. Hier wurde wirklich in die Ursachen eingegriffen. Es handelt sich um eine ursächliche Therapie und diese Dysbiose glich sich tatsächlich wieder einem normalen Mikrobiom an, so wie man das bei gesunden Vergleichspersonen finden würde. Diese spezifische Dysbiose wurde rückgängig gemacht durch wenige Wochen der Low-FODMAP-Diät. Und jetzt kommt noch was besonders Wichtiges, das konnte man ebenfalls in vielen Studien bereits demonstrieren und konnte das Ganze aber, weil man diese Daten noch nicht hatte, jetzt wie aus der Untersuchung aus Cambridge, konnte man das Ganze nicht logisch einordnen. Wir wissen, viele Patienten mit dem Reizdarmsyndrom, die sich mit einer Low-FODMAP-Ernährung deutlich verbesserten, also die ihre Symptome richtig reduzieren konnten und auch stark, so wie jetzt eben 200 Punkte, absoluter Wahnsinn, denen war es möglich, nach Wochen
bis Monaten die Zufuhr von FODMAPs eben wieder zu steigern. Und zwar auf das Ausmaß vor der Diät, beziehungsweise teilweise sogar darüber hinaus. Denn das ist ja ein großer Fehler oder ein großes Problem bei der Low-FODMAP-Ernährung, dass viele Patienten die FODMAPs dauerhaft reduzieren und dann eben diese ganzen negativen Konsequenzen, Nebenwirkungen erst einkaufen. Für das Mikrobiom, für die Mangelernährung, für die Ballaststoffzufuhr und so weiter und so fort. Und hier ist es tatsächlich so, die Patienten können eben wieder ihre Zufuhr an der kurzkettigen Kohlenhydrate steigern, ohne dass sich die Beschwerden wieder verstärken. Und dafür gibt es inzwischen sehr viele Belege. Es gibt so Untersuchungen mit dem Zeitraum von 8 Wochen Low-FODMAP-Ernährung bis zu 3 Monaten, wo man wirklich zeigen kann, okay, diese Patienten haben ihre Beschwerden deutlich reduziert, eben zum Beispiel in dem Bereich mildes Reizdarmsyndrom, und nähern sich dann wieder FODMAP-reicher. Es gibt diese Wiedereinführungsphase und teilweise sogar darüber hinaus, so wie sie vorher die FODMAPs konsumiert hatten. Und die Symptome bleiben aber im Keller. Und das ist eben ein zusätzlicher Baustein, anhand dieser Erkenntnis wir sagen können, die FODMAP-Ernährung, die ist eben tatsächlich für diese Gruppe der Patienten, so muss ich es einschränken, tatsächlich eine ursächliche Therapie. Und ich kann dir es jetzt nur noch mal so ins Hausaufgabenheft schreiben. Das ist genau der Weg, wie du vorgehen solltest. Also du solltest die Low-FODMAP-Ernährung, das werde ich immer wieder gefragt, wie lange soll ich die durchführen? Ich habe das im Buch schon so formuliert und das war aber eher mehr so ein, ja, also kein Bauchgefühl, aber ich musste eben die Daten, die vorhanden waren, irgendwie ordnen und anhand dessen eine Empfehlung aussprechen. Dann kannte ich diese Studie hier aus Cambridge noch nicht. Und heute würde ich es aber gleich nochmal stärker formulieren, beziehungsweise nochmal unterschreiben, kommt definitiv natürlich auch jetzt in die zweite Auflage rein. Das kann eine ursächliche Therapie sein, deswegen befolge die Low-FODMAP-Eliminationsphase für 8 Wochen bis 3 Monate. Und gerade wenn du merkst, hier kommt es zu starken Verbesserungen, versuch die FODMAPs wieder zu steigern und schau auch wirklich, dass du gerade diese gesunden Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, wie eben Zwiebeln und so weiter, dass du die verschiedenen Gemüsesorten wie die Kreuzblütlergewächse, Brokkoli, Blumenkohl und so weiter, dass du die wieder einbaust, um eben dein Mikrobiom gesund zu erhalten, die Mikronährstoffe zuzuführen, dass es zu keinen Mangelerscheinungen kommt. Und wir wissen eben auch aus den Daten, wenn du das machst und du behältst diese Ernährung dann über Jahre bei, wenn man dann nachschaut, wie sieht zum Beispiel der Zustand des Mikrobioms an, dann sind diese negativen Konsequenzen absolut negiert. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen vor der Diät, zum Beispiel hinsichtlich der Bifidobakterien, Lactobacillen und so weiter. Hab keine Angst, dass die Beschwerden wieder auftauchen könnten. Das ist im Normalfall eben in dieser Gruppe nicht der Fall. Wie kannst du herausbekommen, ob du zu dieser Gruppe gehörst? Hierfür eignet sich eben die DNA-Sequenzierung des Mikrobioms. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel hier der Mikrobiom Plus Stuhltest von Medivert Diagnostics, den es auch im Weihnachtsgewinnspiel zu verlosen gibt, zu gewinnen gibt, so rum. Ist nicht ganz günstig, die Analyse kostet um die 250 Euro. Ich habe den Test damals, die DNA-Sequenzierung, vor vielen, vielen Jahren machen lassen, inzwischen Jahrzehnten, muss ich sagen, also vor einem Jahrzehnt knapp. Damals war das Ganze hier in Deutschland noch nicht so problemlos verfügbar und ich musste meine Stuhlprobe über den großen Teich schicken und ich habe deutlich mehr Geld dafür bezahlt. Und da waren noch keine funktionellen Parameter mit dabei. Das ist ja das Besondere am Mikrobiom Plus, dass man eben nicht nur die DNA-Sequenzierung erhält mit Abschätzung der Dysbiose, der Biodiversität, mit einem FODMAP-Index, also genau das, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Und wenn dieser FODMAP-Index eben einen Score von 2 oder 3 zeigt, dann gehörst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eben genau in diese Gruppe, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wo die Low-FODMAP-Diät tatsächlich ursächlich wirkt und wo eine Rückkehr zu einer relativ normalen Ernährung möglich ist. Und dass das Ganze natürlich sinnvoll ist, du minimierst die Risiken und Nebenwirkungen und auf der anderen Seite ermöglicht das natürlich auch wieder eine gewisse Liberalität, eine Normalität im Lebensstil,
dass man sagen kann, auswärts essen, eben solche Dinge, dann irgendwo zum Buffet einfach mal schauen, auf was habe ich Lust und nicht dann irgendwie FODMAPs zählen oder am Ende noch mit einer Tabelle oder mit einer App rumrennen und sich da einschränken. Der Mikrobiom Plus, der hat eben neben dieser DNA-Sequenzierung auch noch viele klassische funktionelle Laborparameter, verschiedene Entzündungswerte, aber zum Beispiel auch Zonulin zur Abschätzung der Durchlässigkeit der Darmbarriere, Gallensäure, Pankreaselastase und so weiter und so fort. Gibt zum Beispiel von Medivare auch noch den klassischen Mikrobiomtest, den molekulargenetischen, also das ist auch eine DNA-Sequenzierung, da fallen diese Laborparameter weg. Habe ich jetzt den Preis nicht im Kopf, ist dann aber um einiges günstiger, das wäre auch eine Möglichkeit. Wichtig, wir wissen eben auch, Patienten, die nicht unter dieser FODMAP-Dysbiose leiden, die können trotzdem von der Low-FODMAP-Diät profitieren. Ich hatte es vor uns beschrieben, dann eher in einem geringeren Rahmen. 100 Punkte sind nicht nichts. Aber gerade diesen Patienten, für die ist es dann dauerhaft notwendig, die FODMAPs so ein Stück weit reduziert zu halten. Denn die korrigieren ja keine Dysbiose. Hier handelt es sich tatsächlich um das Verhindern eben dieser Darmgase. Deswegen ist das für diese Patientengruppe besonders wichtig, dass sie sich den von mir im Buch oder meinetwegen auch auf dem Blog oder hier in den Videos beschriebenen Maßnahmen widmen, um die klassische Low-FODMAP-Diät entsprechend anzupassen und diese auch wirksamer zu machen und sicherer. Zum Beispiel, dass man sagt, man nimmt bevorzugt eben entzündungshemmende Lebensmittel hier mit rein. Man schaut trotzdem, dass der Ballaststoffkonsum auf einem bestimmten Level bleibt. Man kann auch verschiedene Präbiotika mit einsetzen, wie Bimuno, PHGG und solche Sachen. Hier sollte man experimentieren und man soll definitiv am FODMAP-Konzept feilen. Und wichtig, neben der Betonung bestimmter Lebensmittel oder meinetwegen auch Nahrungsergänzungsmittel, ist vor allen Dingen auch das Weglassen der klassischen Bösewichter, und das sind die wirklichen Bösewichter beim Reizdarmsyndrom, Gluten, Zucker, verarbeitete Lebensmittel, also künstliche Geschmacks-, Farb- und Konservierungsstoffe, solche Sachen, dass man die Diät eben wirklich so ein bisschen tunt und dadurch sicherer macht und die negativen Konsequenzen verhindert. Letzter Punkt noch, beim Wiedereinführen der FODMAPs solltest du immer trotzdem mit einem wachen Auge vorangehen, denn die Studien zeigen eben auch, viele Patienten reagieren nicht auf alle FODMAP-Kategorien gleich, sondern meistens sind das eine oder zwei, die besonders problematisch sind. Und die Studien, die Daten sind da so, dass die allermeisten Patienten zum Beispiel auch nach der Wiedereinführungsphase und der Individualisierungsphase, wo man eine persönliche Diät gestaltet, weiterhin auf Getreideprodukte verzichten. Und das hat vor allen Dingen nicht unbedingt mit dem FODMAP-Gehalt zu tun. Also klar, Weizen ist ein Fruktanlieferant, aber wir wissen eben auch, Weizen und andere glutenhaltige Getreideprodukte, die haben noch viele andere für den Darm problematische Bestandteile und Komponenten, wie etwa die Amylase-Trypsin-Inhibitoren, ATIs kurz, oder auch natürlich den Proteinkomplex Gluten. Und etwa 20%, also jeder fünfte Patient mit einem Reizdarmsyndrom, der leidet auch unter einer Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität. Und das ist eine Reaktion des angeborenen Immunsystems auf den Proteinkomplex Gluten, der nicht durch eine Zöliakie erklärt werden kann. Die Studien sind auch hier eindeutig. Viele der Patienten, die eben unter einer NZGS leiden und dann das Gluten wirklich über Monate meiden, die können ihre Beschwerden nicht nur deutlich lindern, sondern sogar vollständig negieren. Also die erreichen dann Beschwerdefreiheit. Und deswegen kann ich dir das nur ans Herz legen, schon die FODMAP-Elimination, so glutenfrei zu halten. Und dann auch später das Ganze noch so beizubehalten, also hier auch wachsam bleiben und nicht einfach sagen, ja, ich esse jetzt einfach alles wieder, was ich möchte. Denn der Thomas hat ja gesagt, ich kann die FODMAP-Dysbiose korrigieren und danach kann ich wieder nach Herzenslust FODMAPs essen. Und noch etwas ist wichtig, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das hat auch diese Studie hier gezeigt, dass nämlich bei der Wiedereinführung die allermeisten Patienten eben problemlos wieder vermehrt FODMAPs zu sich nehmen konnten, viele über das Maß vor der Diät hinaus und dabei die Symptome eben in der milden Kategorie blieben, also sie blieben auf einem Level,
Allerdings für einzelne Probanden war das nicht der Fall, selbst die zur Ausdauergruppe gehört haben. Und hier erhöhten sich die Beschwerden wieder deutlich. Also es ging dann wieder in den Bereich moderates Reizdarmsyndrom. Das waren aber Einzelfälle. Das heißt, du musst natürlich auch so ein bisschen rumprobieren und auch auf dein Bauchgefühl oder Darmgefühl hören in dem Moment. Und wenn es dir nicht möglich ist, deine FODMAP-Zufuhr nach diesen 8 Wochen bis 3 Monaten wieder deutlich zu erhöhen, dann solltest du dich definitiv eben auch den von mir beschriebenen Maßnahmen widmen, um die Diät wieder sicherer zu gestalten und das Ganze auch dauerhaft. Denn eben für jene Patienten ist es notwendig, dass diese das Ganze monatelang oder sogar jahrelang durchführen, um eben die Beschwerden im Griff zu behalten. Und man sollte auch, deswegen sage ich, es ist ein guter Ausgangs- und Startpunkt, sollte man auch die Augen mal nach links und nach rechts schwenken lassen, was es da eben noch an therapeutischen Möglichkeiten gibt. Wenn keine Dysbiose vorliegt und das Mikrobiom relativ normal aussieht, auch keine Entzündungszeichen vorhanden sind, dann sollte man doch auch nochmal vor allen Dingen Richtung Alternativerklärung schauen. Da gibt es so einiges, was man diagnostisch abklopfen kann, beziehungsweise auch mal in den Bereich mehr Psychosomatik, Hirn-Darm-Achse schauen, also gerade Dinge wie dann zum Beispiel die Darmhypnose, was dann gut wirken kann, verschiedene Mind-Body-Approaches, Yoga etc., autogenes Training, das kann ja auch wirklich eine Rolle spielen und man sollte das Ganze nicht unterschätzen, das wird immer so ein bisschen verächtlich gemacht, weil wir eben so häufig über Mastzellen, Entzündungen und so weiter sprechen. Aber auch diese therapeutischen Verfahren haben hohe Erfolgsquoten und sind für manche Patienten effektiver als diese tatsächlichen, ich sage jetzt mal, scharfen Schwerter, die wir hier auf dem Blog und dem Kanal eben immer so hervorheben. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich meine Meinung so ein Stück weit revidieren musste. Also die Low-FODMAP-Ernährung, die ist eben nicht immer eine symptomatische Therapie, sondern sie kann auch ursächliche Wirkungen zeigen, zumindest für eine Gruppe der Reizdarmpatienten. Und das ist mir sehr wichtig, möchte ich jetzt nochmal ein bisschen erwähnen. Manchmal kommt dann so ein bisschen Häme, das höre ich, also mir gegenüber zum Glück nicht, aber manche Blogger oder Wissenschaftler auch, die müssen das dann ausbaden, dass dann, ja, vorher hat er doch was ganz anderes erzählt und jetzt sagt er das und das ist ja doof und das macht für mich eigentlich einen denkenden Menschen aus, dass wenn gerade in der Wissenschaft, wenn neue Daten vorhanden sind, dass man fähig ist, sein eigenes Konzept von irgendetwas zu revidieren und auch wenn man eine Meinung vielleicht stark vertreten hat, zu sagen, okay, nein, da gibt es eben neue Daten, ich habe neue Erfahrungen gemacht. Und natürlich muss ich dann auch Standpunkte angreifen, von denen ich vielleicht vorher überzeugt war. Und das ist doch eigentlich ehrlicher und authentischer, als dann immer bei seiner Meinung zu bleiben, wie dann manchmal, jetzt ist das so gewesen, nehme ich vielleicht ein Beispiel, vielleicht kennt ihr den Nico Rittenau, das ist ein Ernährungswissenschaftler, der sehr für die vegane Ernährung tritt immer noch dafür ein und jahrelang hat viele Bücher geschrieben, war relativ aus Social Media sehr bekannt und beliebt auch bei den Leuten und der hat jetzt aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und auch neuer Recherchen für seine Doktorarbeit so ein bisschen was nur an diesem Dogma verändert und hat ihm gesagt, er sieht Teile der veganen Ernährung eben jetzt auch inzwischen kritisch. Seine Freundin, die hatte auch, Partnerin, Frau, was auch immer, die hatte wohl verstärkt Probleme durch die vegane Ernährung bekommen und zwar auch wirklich krasse, so in Richtung Chronic-Fatigue-Syndrom, konnte dann teilweise nach ein paar Metern nicht mehr laufen, musste gestützt werden, hatte Reizdarmbeschwerden und so weiter. Und das Ganze, die haben alles getestet und gemacht, haben versucht und sie hätte super supplementiert, aber sie hat es nicht in den Griff bekommen. Das, was dann die Lösung gebracht hat, war, dass sie wieder Eier gegessen hat und dafür wurden die so massiv angegriffen und ja, und das ist ja dann so ein halber Verrat und so weiter, ist für mich was ganz Erschreckendes und Gruseliges, wie man sich dort so in so einem Dogma verfangen kann. Und aber man merkt das auch, selbst die beiden konnten sich dann nicht so wirklich davon lösen und anstatt dann zu sagen, okay, wir haben eben die Lösung gefunden, ich esse jetzt einfach wieder tierische Produkte und mir geht's besser. Nein, jetzt wird eben gesucht, weil wie können wir das vegan jetzt so ersetzen? Welche Nahrungsergänzungsmittel können wir nehmen, dass wir dann die Eier wieder rausnehmen können? Fällt mir schwer nachzuvollziehen, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern dass man dann auch wirklich sieht,
Man kann seine Meinung revidieren und wenn man auch nur ein bisschen authentisch und ehrlich ist, dann sollte man das auch tun. Viel schlimmer wäre es doch, man würde solche Erkenntnisse einfach ignorieren, immer bei seiner Meinung bleiben und sagen, ja, ich habe das ja in meinem ersten Buch so geschrieben und deswegen muss das jetzt immer so bleiben. Das ist eben auch so, ist auch schwierig. Deswegen sage ich immer ein bisschen vorsichtig, immer bei YouTubern oder auch Buchautoren, die sich sehr auf ein Dogma festlegen. Also die sagen, ja, Paleo ist das einzige Richtige oder Vegan ist das einzig Richtige. Es fällt dann manchmal sehr schwierig, aus diesem Kaninchenbau wieder herauszukommen. Und deswegen sollte man doch gucken, was funktioniert für wen. Und wenn ich Erkenntnisse habe, dass vegane Ernährung für manche Patienten funktioniert, Paleo-Ernährung auf der anderen Seite, haben wir schön beim Reizdarmsyndrom, aber auch den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, gibt die Untersuchung von Professor Chiba aus Japan, der eben mit einer semi-vegetarischen Kost arbeitet. Wir haben die genialen Untersuchungsergebnisse mittels Paleo und SCD. Und dann sollte ich doch lieber schauen, was vereint diese Konzepte, was haben die gemeinsam, warum können die beide funktionieren, als mich auf eins festzulegen und dann vielleicht aus meiner eigenen Perspektive nicht mehr herauszukommen. Was mache ich dann, wenn dann irgendwann neue Daten eintrudeln und ich sagen muss, okay, die Paleo-Ernährung hat dann vielleicht aber Problem ABC oder aber eben wie jetzt hier angesprochen, der Veganismus hat vielleicht Probleme in Schwangerschaft, Stillzeit und so weiter. Deswegen offenen Geist behalten bitte und immer schauen, was verändert sich, wie kann ich das einordnen, nie zu dogmatisch werden, egal ob bei unseren Erkrankungen oder auch was Gesellschaftspolitik etc. angeht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns das nächste Mal kurz vor Silvester. Da habe ich noch so ein schönes Motivationsvideo für dich. Das ist schon eingesprochen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine reiche Bescherung. Drück dir die Daumen fürs Weihnachtsgewinnspiel. Und dann heißt es Kräfte sammeln, bevor wir dann zusammen ins neue Jahr starten. Und dann heißt es hoffentlich, dein Reizdarm ist heilbar. Alles Liebe und Gute, dein Thomas.